Mein Name ist Harald Eckert. Ich leite die Arbeit von Christen an der Seite Israels hier in Deutschland. Bin aber auch führend tätig in der Initiative 27. Januar und in der European Coalition for Israel. Diejenigen, die hier schon mit am Panel sitzen, die möchte ich kurz vorstellen. Zuerst Thomas Sandell aus Finnland, der Gründer und Leiter der European Coalition for Israel. Herzlich willkommen. Jörg Gerke sitzt hier zur Linken. Jörg Gerke ist mein engster Mitarbeiter in der Hauptstadtarbeit in Berlin für die Initiative, für die Initiative 27. Januar. Jörg, willkommen. Jörg Haller habe ich gesehen, der steht vor der Tür. Der ist vielseitig unterwegs, aber unter anderem auch als Pressesprecher für die Internationale Christliche Botschaft hier in Deutschland. Und er wird demnächst dazustoßen. Jörg Haller ist auch derjenige, der hier künstlerisch sehr engagiert mitgeholfen hat beim Programmheft und in vielerlei Weise vom Beruf Grafiker. Und auf wen wir noch warten, ist auf Lothar Klein, der ja gerade oben im Panel mit am Tisch saß und auch hier erwartet wird zu dem Thema christliche Lobbyarbeit. Christliche Lobbyarbeit auf Bundesebene, christliche Lobbyarbeit auf EU-Ebene. Wir hatten dann in Bayern regional die Initiative 27. Januar gegründet, um den Gedenktag am 27. Januar, das ist, denke ich, bekannt, Befreiung des KZ Auschwitz, Dinge zu machen in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesparlament in München, meiner Heimatstadt. Und es hat dann doch sehr gut funktioniert und viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sodass ich dann Mut gefasst habe, mit Freunden, die ich aus diesem Beziehungsnetz kennengelernt habe, nach Berlin zu gehen, von München nach Berlin. Da ist ja schon mal jemand gegangen vor einigen Jahrzehnten, im negativen Sinne. Ja. Und wir versuchen, ein kleines positives Gegenzeichen zu setzen und haben jetzt die Initiative 27. Januar vor 2 Jahren nach Berlin gebracht, dort eine NGO gegründet, uns akkreditieren lassen im Bundestag als Non-Government Organization. Und so sind wir jetzt seit 1,5 Jahren etwa aktiv in Berlin und Jörg Oecke wird gleich seinen Teil dazu erzählen. Einleitend würde ich gerne die Frage versuchen, zumindest mal anzutippen, was ist meine Motivation als Person, als Christ, um in dieser Weise tätig zu werden? Und wie gesagt, das ist nicht etwas, was von langer Hand geplant und umgesetzt worden ist, das ist etwas, worin ich hineingewachsen bin, Schritt um Schritt. Als gläubiger Mensch, als Christ und im Gehen habe ich manches in der Bibel anders gelesen, was mir vorher nicht ganz so bewusst vor Augen gestanden ist. Und eine Quelle der Motivation, eine erste und primäre Quelle der Motivation für mich ist die Bibel, das Wort Gottes, das mir wichtig geworden ist in dem Moment, wo ich auch als gläubiger Christ in eine tieferes Verständnis der Beziehung zu Jesus und seiner Rolle bekommen habe. Das war vor 30 Jahren. Und dann über verschiedene Schritte das Verständnis für die Bibel gewonnen und gewachsen. Und eine Person hat da einen tiefen Eindruck auf mich gemacht. Die ist uns, glaube ich, zumeist bekannt, ob jüdisch, ob christlich. Das ist die Person der Königin Esther. Und das Buch Esther, das im Einzelnen studiert, das ist ein hohes Maß an Klugheit, an Besonnenheit, aber auch an Zielstrebigkeit zu entdecken in der Vorgehensweise dieser außergewöhnlichen Frau. Und allein darüber zu meditieren und nachzudenken auf diesen beiden Ebenen hat mir sehr viel Inspiration gegeben für die Arbeit, in der ich mich dann in den letzten Jahren engagiert habe. Eine zweite Quelle der Inspiration war für mich Geschichte, Geschichtsverständnis. Und das ist nicht erst in den letzten Jahren gewachsen, das habe ich auch im Rahmen meines Theologiestudiums ein Stück weit erforschen können. Und den meisten von uns wird es sehr wohl bewusst sein, die Geschichte des christlichen Antisemitismus im europäischen Abendland. Und die Art und Weise, wie diese jahrtausendalte Geschichte zur Vorgeschichte für den Holocaust geworden ist, und diese inneren historischen Zusammenhänge und die Art und Weise, wie es eben tragischerweise der Fall war, dass per Mehrheit oder auch per Gleichgültigkeit große Teile des christlich-europäischen Abendlandes antisemitisch geprägt und durchseucht waren
und es nur ganz selten mal Ausnahmen gab von dieser Regel. Persönlichkeiten, die wie eine Esther sich gewagt haben, gegen den Strom und gegen die Obrigkeit, wo es darauf ankam, zu stellen, um für das jüdische Volk einzutreten. Es gibt heldenhafte Ausnahmen, auch in der christlichen Biografie und Geschichte in Europa, aber es sind eben große Ausnahmen, es sind Seltenheitserscheinungen gewesen. Und noch seltener war es, wenn überhaupt, also ich bin mir keines wirklichen Vorbildes bewusst, wäre dankbar, wenn mich jemand darauf hinweisen könnte, falls es solche gibt, wo sich Christen nicht nur als Einzelkämpfer und Einzelpersonen gegen den Strom des Zeitgeistes und auch des innerkirchlichen Zeitgeistes gewandt haben, das heißt gegen den Antisemitismus, den christlichen Antisemitismus, sondern wo diese Leute sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam eine lautere Stimme zu werden, als sie es jeweils alleine sein konnten. Also wenn wir jetzt die Gelegenheit haben und auch in einer Atmosphäre von Freiheit, Demokratie, Meinungsfreiheit, hier solche Schritte gehen zu können, um uns zusammenzutun gegen Antisemitismus, gegen Rechtsradikalismus, Linksradikalismus, islamischer Radikalismus im antisemitischen Sinne und gemeinsam innerhalb der demokratischen Strukturen eine christliche Stimme entwickeln können, dann möge Gott uns helfen, diese Chance zu nutzen und die jüdisch-christlichen Grundwerte unserer Gesellschaft, unserer Zivilisation. Und die sind in der Tat sehr umkämpft von verschiedenen Seiten. Und die gilt es wertzuschätzen, sich dessen bewusst zu werden und dafür einzutreten. Und das natürlich ist ein Ausdruck tiefster Verbundenheit mit dem jüdischen Volk. Als Deutsche, als Europäer, als Christen, und zwar auf der Grundlage der 10 Gebote, um es mal ganz beim Namen zu nennen. Und so diese drei Zugänge, der biblische Zugang im weiteren Sinn, der geschichtliche Zugang und auch der Zugang der Werte und der Notwendigkeit, unsere Werte zu kennen und nach Möglichkeit auch für sie einzutreten, das waren für mich ganz wichtige Komponenten in meinem Engagement als Lobbyist, wenn man so will, im politischen Geschehen hier in Deutschland und in Europa. Und das heißt, dieses Zusammenspiel von Wählerschaft, von Basis der gesellschaftlichen Gruppe, die wir repräsentieren als Israel-solidarische Leute hier in Deutschland, dem eine Stimme zu verleihen, dem Ausdruck zu verleihen, ist eine ganz wichtige praktische Komponente und das geschieht nur in Zusammenarbeit zwischen solchen, die Zeit und Kraft haben, sich da an der Spitze der Bewegung zu stellen und anderen, die eben die Bewegung selbst ausmachen. Und das sind Leute wie Sie und wie ich auch als Bürger und als Wähler. Informationsarbeit ist ein wichtiger Aspekt in der Arbeit in die Parlamente hinein und zu den Meinungsträgern und Multiplikatoren. Und das letzte Stichwort ist Ermutigung. Und zwar diejenigen in der Politik zu ermutigen, die ein klares Bekenntnis zu Israel haben. Diese Ermutigung ist sehr wichtig. Harald mentioned the Ministry of Esther. Let me say before that Elvira King is here and she will pass on a sheet of paper, so if you want to stay in touch, we have a newsletter in German, you can just sign up and give your email address. The Ministry of Esther has been very relevant to what we do as a coalition, and I think it was perhaps God's confirmation that the day when we had the foundational meeting for our association, one of our members said, well, what day is it today? And we were looking and we realized that was Purim in 2003. And for us, that was God's humor of saying that, you know, listen, do you get it, what I'm calling you to do, to raise up and be a voice for such a time as this? We're just working on a new brochure where we have a new way of explaining who we are. We say we pray, we educate, we advocate. And I think praying for the peace of Jerusalem, it doesn't need a doctor of theology to understand that we are called to pray and bless the Jewish people, but pray for the peace of Jerusalem. And also that we as a Christian organization shouldn't be bashful about the fact that we are Christians. We do pray. Educate. What you discover, the more you have interactions with members of parliaments, members of governments, is, and I don't want to say this in a wrong way, but how much need there is still for education and information. And especially, and what has been our focus for the last
1.5 year is on the prehistory of the modern state of Israel. So what we are doing is to try to provide these pretty basic historical facts about the Jewish state, about the legal aspects of why there is a Jewish state, even going back in history and in international law, and bringing into the public sphere information which we believe have not been taken into consideration in the public debate. My point is, with education, we need to make sure that these people who will make decisive decisions, that they have the basic information at hand. And you may ask the question, well, why wouldn't they? These are educated, highly educated people. But for a number of reasons, and I can't go into that now, but partly media and the Zeitgeist, the good German word, these facts have not been brought out in the open as they should. So that's education. Based on education, the last point which we say is advocacy. And see, the beautiful things about being a Christian, being a European, is that you can only advocate on behalf of someone else. Was ein Rechtsanwalt macht. And there are three questions that we are asked when we meet people in important positions. First they ask, so you are Israeli? And I said, well, actually not. No, just look at me, I'm very Finnish. So they say, well, you're Jewish. I said, no. So then they think they got it, so they have the third option. They say, oh, now I get it. So you're American. And I said, no. So once we have established the facts that we are non-Jewish, we are non-Israeli, we are non-American, we are Europeans, Christians, non-Jews, then they say, wow, now I want to listen. What do you have to say? So the point is that you can only advocate if you advocate on behalf of someone else. And we realized that on this particular issue, we were the only organization who had done the homework, getting the facts right. We produced a DVD, 15 minutes, give peace a chance, .info, with German subtitles, where you get this message, which is historically valid, legally valid. And as we say, that's the combination of advocacy. Any one of you can take it and send it to your member of Bundestag and say, I want you to consider these facts before you make a decision on this issue. Nebenbei bemerkt, also wer mich nicht kennt, ich war ja mal Abgeordneter im Europäischen Parlament, ich kenne also das Haifischbecken, in dem Thomas Sandell gelegentlich da als Besucher tätig ist. Und ich habe auch manchen Kontakt zu ehemaligen Kollegen und es ist wirklich erstaunlich, wie uninformiert Leute sind, die politische Entscheidungen zu treffen haben. Und ich befürchte, dass das nicht nur das Thema Israel und Nahostkonflikt betrifft. Hat aber was auch mit dem System zu tun, wie das da abläuft. Also die Verwaltung beschäftigt die Abgeordneten mit riesen Papierbergen, dass sie ja nicht dazu kommen, sich um die wesentlichen Dinge zu kümmern. Das ist meine Überzeugung, aber das mal nebenbei bemerkt. Weil vor uns das Thema die israelfeindliche Politik der Linken betrifft, ich würde das gerne mal nochmal ansprechen. Die Linke ist ja aus meiner Sicht nichts anderes als die Fortsetzungspartei der SED, die also für die Teilung Deutschlands, für den Mauerbau, für die Toten an der innerdeutschen Grenze, an der Berliner Mauer in Verantwortung trägt und die sich mehrfach umbenannt hat. Nur gut, nun sind ein paar Westlinge dazugekommen, die eher sich aus dem Kreis derer rekrutieren, die also Asher Ben Natan, also den damaligen israelischen Botschafter, da bei einschlägigen Veranstaltungen niedergeschrien haben. Und es ist das Kuriosum, dass linke Studenten im Westen in einer gewissen Weise das fortgesetzt haben, als an deutsch-arabischer oder deutsch-islamischer Kollaboration, was zwischen den Nazis und dem Mufti von Jerusalem letztlich irgendwo begonnen hat. Und mit Aufarbeitung der dunklen Geschichte der Vergangenheit hat das nichts zu tun, denn die haben gerade die falschen Lehren rausgezogen.
Und in diesem Sammelbecken der Linken kommt das nun jetzt gesamtdeutsch irgendwo zusammen, und aus meiner Sicht ist es konsequent, dass die antisemitisch und israelfeindlich sind, weil sie alles zu bekämpfen, was mit Glauben zu tun hat. Auch damals hat das Neue Deutschland und hat die junge Welt massiv gegen Israel gehetzt. Auch damals sind in der DDR Juden im Gefängnis gelandet, Juden politisch verfolgt worden. Und wie Paul Merker zum Beispiel, das hing also in der Folge der Slansky-Prozesse in Prag, sind halt in allen sozialistischen Staaten, haben solche Prozesse gegen Juden stattgefunden. Also irgendwo in Anknüpfung an die angebliche jüdische Weltverschwörung sind dann da solche Dinge eben transportiert worden. Das Neue Deutschland und die junge Welt hetzen auch heute noch gegen Israel. Gerade diese Aktion mit der Mavi Marmara, also man kann sich das auch bis heute im Internet angucken, da gibt es also wirklich durchweg eine Tradition. Was viele nicht wissen ist, die junge Welt ist mal als Jugendblatt der Nazis gegründet worden. Also wir haben das auch in unserer Zeitung veröffentlicht, und irgendwo werden da auch bestimmte Traditionen fortgesetzt. Also abgesehen davon, dass die Kräfte letztlich auch demokratiefeindlich sind, und wir haben sie gerade eben im Saal auch besprochen, weil Demokratie und Freiheit bedeuten ja auch eben Freiheit für uns als Gläubige, unseren Glauben zu leben, auch zu bekennen. Und zum Christsein gehört es immanent, dass man seinen Glauben öffentlich bekennt. Auch wenn es heute Kräfte gibt, nicht nur seitens der Linken, auch aus FDP und in anderen Kreisen, die versuchen, Glauben hinter Kirchenmauern oder ins Private zu verdrängen. Und gerade als Deutschland geteilt war, wie der Westen unseres Vaterlandes zu Israel stand und aufgeblüht ist und der Osten Israel bekämpft hat und am Boden lag wirtschaftlich bis zu seinem glücklichen Niedergang. Und wir sollten auch heute aus diesem Geschehen lernen. Und wir bemühen uns da, das auch unter die Leute zu bringen. Aber es ist selbst auch innerhalb der Kirchen nicht immer einfach. Und gerade da zeigt sich wieder, dass Demokratie stark und wehrhaft sein muss, um Extremisten da auch in die Schranken zu weisen. Und dass die Bürgergesellschaft auch aufgefordert ist, Courage zu zeigen und da auf die Straße zu gehen und eben friedlich zu demonstrieren, so wie es unsere Gesetze auch ermöglichen. Das nächste Thema ist natürlich auch antisemitische Ursache falscher Theologie in der Kirchengeschichte. Und das heißt eben, aus dieser Geschichte Konsequenzen zu ziehen. Wir betreiben Aufklärung über Israel, über den Nahostkonflikt, und wir helfen auch praktisch auf verschiedene Weise. Eine unserer wichtigsten Aktionen ist jetzt, dass wir aus Sachsen und darüber hinaus inzwischen, auch aus anderen Bundesländern, schicken wir Handwerkergruppen nach Israel, die Wohnung von Holocaust-Überlebenden sanieren. Und mein Ansatz ist ähnlich wie hier beim Gesamt-Israel-Kongress, dass wir vielleicht, wo auch man unterschiedliche biografische Prägungen natürlich hat, das waren jetzt ja schon sehr unterschiedliche Statements, sich auf die großen Schnittmengen bezieht. Und dass wir das jetzt auch mit der Initiative 27. Januar als eine dieser NGOs, gerade auch christlich fundiert, versuchen rüberzubringen, dass wir uns für positive, für gute deutsch-israelische Beziehungen einsetzen, dass wir uns gegen Antisemitismus und gegen Anti-Israelismus einsetzen, und Initiative 27. Januar bezieht sich auf den Holocaust-Gedenktag, der seit einigen Jahren in Deutschland ja offizieller Holocaust-Gedenktag ist, der Tag der Befreiung des KZ Auschwitz, dass wir eben als dritten Punkt eben das Gedenken an den Holocaust wachhalten, in der Zivilgesellschaft verbreiten, dass nicht nur Politiker gedenken, was wir sehr unterstützen, sondern dass das auch breitere Kreise zieht. Was mir wichtig ist eben, ich wurde auch gestern Abend von einer Journalistin gefragt, als erste Frage, wie stehen Sie zur Siedlungspolitik? Das ist nicht gerade ein Kernthema jetzt unserer Arbeit. Oder die zweite Frage war Zwei-Staaten-Lösung. Wir hatten diese Unterschriftenaktion, Harald Eckert hat es erwähnt. Aber selbst das war auch ein Projekt, was wichtig war, weil wir uns für den Staat Israel und seine Sicherheitsinteressen einsetzen und damit gegen eine einseitige palästinensische Staatsanerkennung bei der UNO, ohne Friedensvertrag mit Israel. Aber der Kern ist eben tatsächlich auch die Brücke zu schlagen, aus dem, was geschehen ist im Nationalsozialismus durch den Holocaust,
dahingehend, dass heute noch Holocaust-Überlebende unter uns sind, viele auch in Israel leben, viele auch bedürftig sind im Alter und dass wir uns eben für die guten deutsch-israelischen Beziehungen einsetzen, für die Sicherheitsinteressen des Staates Israel. Das sind alles Punkte, die dann auch aus christlicher Motivation oft unterstützt werden, aber wir arbeiten eben auch mit Leuten zusammen, die jetzt aus anderen Gründen das unterstützen. Und was die Politiklobbyarbeit angeht, möchte ich noch konkret sagen, dass die direkte Kontaktaufnahme wirklich so der Schlüssel sein kann. Wir hatten einen Empfang gemacht Anfang des Jahres zum Holocaust-Gedenktag, also Empfang klingt dann jetzt nicht ganz passend, also eine Informationsveranstaltung zu unseren Jugendbegegnungsreisen. Junge Deutsche fahren nach Israel und treffen dort dann auch Holocaust-Überlebende und es kommt zu diesem Zeugen der Zeitzeugen, zu dieser Begegnung, wo die Jugendlichen Zeugen der Zeitzeugen werden können. Und das haben wir vorgestellt und es waren auch Bundestagsabgeordnete dort von CSU bis Linkspartei. Wir hatten drei verschiedene Abgeordnete und die haben sich alle sehr beeindruckt gezeigt und wir hatten die Möglichkeit anschließend mit ihnen ins Gespräch auch zu kommen. Und das sind Kontakte, die man ausbauen kann. Einer der Abgeordneten war übrigens der später dann zum Bundesinnenminister gewordene Herr Dr. Friedrich, was uns natürlich sehr gefreut hat. Wussten wir damals nicht, dass er Bundesinnenminister wird. Und solche Kontakte bringen einen sehr viel weiter. Und ein Anfang, das wäre noch das letzte Stichwort, war mal ein Projekt zur Bundestagswahl 2005 und auch 2009. Wir haben die Bundestagskandidaten in den Wahlkreisen zum Nahostkonflikt und zum deutsch-israelischen Verhältnis befragt und gar nicht jetzt bestimmte Meinungen gefordert, sondern einfach nur wissen wollen, wie stehen Sie dazu vor der Wahl für die Wähler als Information? Und so kommt man auch in Kontakt. Man kann ja einfach fragen, wie stehen Sie dazu, was ist Ihre Haltung? Und das ist so ein Schlüssel, was wir weiter versuchen, in Kontakt zu kommen. Natürlich auch klare Stellungnahmen abzugeben, wenn es nötig ist. Auch diese Unterschriftenaktion war so eine klare Positionierung. Aber in erster Linie auch in einen Dialog zu kommen. Und ich persönlich bin da relativ offen. Und ich würde auch sagen, zwischen den Parteien, also in jeder Partei gibt es auch solche und solche Meinungsäußerungen. Das ist gerade beim Projekt Bundestagswahl auch deutlich geworden. Es gibt natürlich Schwerpunkte und die Linkspartei ist leider tatsächlich besonders schwierig an der Stelle. Aber das bedeutet eben nicht, also jeder einzelne Abgeordnete hat auch seine individuelle Meinung, wobei wir auch hier Stellungnahmen jeder Fraktion bekommen hatten. Und ich persönlich habe festgestellt, dass es sehr gut möglich ist, in direkten Kontakt zu kommen. Man muss ein bisschen hartnäckig sein, man muss manchmal auch ein paar Formen einhalten, auch rechtzeitig anfragen und dergleichen. Selten hat man Abgeordneten natürlich direkt am Telefon, aber so peu à peu und gerade auch mit Veranstaltungen, wo man sie einlädt, kann man gut vorankommen. Das machen wir jetzt seit 2009 und haben noch hoffentlich einiges vor uns, sodass wir im Endeffekt sagen können, wir sind gerade erst am Anfang. Aber es läuft schon ganz gut an. Danke. Ich bin ja gleich in mehreren Funktionen, heute darf ich hier sein. Und zwar arbeite ich projektweise für die Internationale Christliche Botschaft, eine Organisation, die mit Referenzen hat über 130 Nationen der Welt. Die zweite Funktion, die ich sozusagen habe, ist so die Israel-Freunde Hannover. Wir sind eine regionale Organisation, die sich in Hannover gegründet hat und aus dem Gebetskreis, aus dem christlichen Hintergrund kommt. Und die dritte Funktion ist sozusagen, dass ich den Kongress etwas unterstützt habe, dieses Jahr in verschiedener Weise, dass wir ja Werbung und mit anderen Dingen. So, ja, ich wollte einfach auch kurz dazu übergehen. Wir haben ja diese gemeinsame Projekt Bundestagswahl Plattform geschaffen, wo wir alle vier Jahre sozusagen gemeinschaftlich Parlamentarier anfragen und sie sozusagen auf ihre Meinung zu Israel testen. Ja. Und diese Ergebnisse sind wirklich sehr interessant gewesen, wie Jörg schon angedeutet hat, dass man aus verschiedenen Parteien durchaus unterschiedliche Antworten bekommt, ja, auch von verschiedenen Politikern. Da gibt es also durchaus selbst in der Linkspartei Leute, die sehr für Israel sind, obwohl man das nicht erwarten würde. Und wir haben also diese diffizile Arbeit dann auch schon gesehen, dass es auch wichtig ist, dass man persönlich auf Politiker zugeht und dass man persönlich mit denen arbeitet. Ich denke, das ist eben auch ein wichtiges Kapital, dass zum Beispiel einfach eine Kontaktaufnahme und eine Beeinflussung in einer positiven Weise auch weiterhin stattfindet. Ja, und hier ist jetzt CDU-CSU, ich denke, das ist nicht so interessant. Ich würde noch sagen, wichtig wäre noch mir zu sagen, dass grundsätzlich auch eine Arbeit bis ins Bundeskanzleramt stattgefunden hat. Wir waren also mit Vertretern des Kongresses dieses Jahr mit vielen Leuten, mit vielen Vertretern verschiedener Organisationen im Bundeskanzleramt und haben dort auch nochmal eine gemeinsame Unterschriftensammlung abgegeben in Bezug auf die gemeinsame Resolution, das deutsche Abstimmungsverhalten in der UNO.
Und das hat sich damals gegen Israel gerichtet und dort haben wir gemeinschaftlich sozusagen eine kleine Protestnote abgegeben. Und ich war, glaube ich, mit 12 Vertretern verschiedener Organisationen dort. Wir waren auch dabei, ich glaube, du warst auch dabei. Und haben dort uns einfach präsentiert. Das ist ein Teil der Arbeit, die sehr wichtig ist und auch die Vorbereitung von diesen Dingen, damit einfach Politiker wissen, es sind Christen an der Seite Israels. Es gibt Menschen, die das Herz für Israel haben und dass wir einfach auch eine Stimme haben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da dranbleiben. Wir haben auch in diesjährigen Broschüre, die ich mitgestalten durfte, hier vorne einen Vorwort von Frau Merkel bekommen auf die letzte Minute, was ich natürlich auch mich sehr gefreut habe. Das ist auf Seite 11 und weitere Artikel von Harald und auch von mir finden Sie auf Seite 22++ und ich denke, da können Sie auch eine Menge noch weitere Informationen lesen. Und zwar habe ich ein Stand von messianischen Juden gesehen und ich finde, die Ausgrenzung dieser Juden ist auch ein Teil des Antisemitismus. Das sind harte Worte, aber es sind auch vorher harte Worte in die andere Richtung gefallen und von daher ist es eine echte Problematik oder eine Herausforderung, möchte ich mal sagen, an der wir in allen Richtungen weiterarbeiten müssen. Ich bin kein Christ. Es ist ein Spannungsfeld voller Tretmühlen, aber eins, das wir nicht vermeiden dürfen, sondern um das wir uns kümmern müssen. Und es sind auch positive Prozesse im Hintergrund im Gang. Ja, das möchte ich auch nochmal unterstützen, was Harald sagt. Ich denke, dass es einfach ein schwieriges Spannungsfeld ist, wenn man Unterstützung für Israel in einer breiten Weise machen will, wie auf dem Kongress, dann hat es natürlich auch den Wermutstropfen, dass natürlich von jüdischer Seite bestimmte Ängste bestehen, die über Jahrhunderte sich auch bewährt haben. Und gewisserweise verstehe ich das, das ist natürlich eine sehr traurige Sache, aber es ist natürlich auch in der zweiten Hinsicht hat sich schon einiges getan, dass doch, ich glaube, ein oder zwei messianische Gruppen, die irgendwie eine Arbeit hatten, die jetzt nicht direkt missionarisch war, hier dort angenommen werden. Ich wollte gerne nochmal auf deinen Vortrag kommen, Lothar. Du hattest da ja einige wichtige Fakten genannt, die mir zum Beispiel ganz neu sind, also auch was Honecker angeht. Meine Frage ist, kann man solche wichtigen Fakten irgendwo abrufen, dass die auch weiter unters Volk kommen? Also zum Beispiel auf der Website der Sächsischen Israelfreunde. www.zum-leben.de. Da muss man ein bisschen blättern unter den aktuellen Sachen. Da ist irgendwann ein Artikel, unter anderem ein Artikel von mir, den ich zum 20. Jahrestag der Wiedervereinigung verfasst habe, unter der Überschrift Deutschland eigentlich Vaterland oder wie vor 20 Jahren ein Feind Israels von der Landkarte verschwand. Damit ist klar, dass die DDR gemeint ist. Da habe ich einige Fakten gebracht, aber auch in der jüngsten Ausgabe unserer Zeitung, die man auch unten an unserem Infostand noch. Seit dem letzten Kongress von vor einem Jahr auch die sogenannten runden Tische. Das heißt, dass in etwa so unscharf in dem Umfeld dessen, was die Kongress, das Kongressnetzwerk betrifft, man auch sich bemüht, auf regionaler Ebene zusammenzukommen, säkulare Gruppen, jüdische Gruppen, christliche Gruppen, jetzt wann auch immer, in den nächsten halben Teil von Stunde soll so ein Versuch des Sich-Treffens in verschiedenen regionalen Räumen auch hier auf dem Kongress wieder stattfinden. Und jeder muss für sich dann sehen, welcher Ansatz entspricht ihm am ehesten und mit den entscheidenden Leuten dann direkt in Kontakt treten. Das meiste ist noch so im Anfangsstadium, aber ausbaufähig und jeder, der sich hier konstruktiv einbringen will, ist herzlich willkommen und wir freuen uns über Engagement und über gute Kontakte. Aber ich habe von einigen Gemeinden gehört, also jetzt freie Christengemeinden, die wo nicht mal wussten, dass jetzt zum Beispiel der Israel-Kongress heute ist. So ist es auch mit dem Israel-Tag gewesen und mit vielen anderen. Mein Anliegen, weil man kann nicht alles auf die Organisationen abwälzen, ist, jeder von uns kennt Leute, hat Bekanntschaften, gute Bekanntschaften. Wie können wir es salonfähig machen, Leute anzusprechen, wo wir kennen, wo wir wissen, da hätten wir eine Chance, dass zum Beispiel dieser Kongress Broschüren ausgelegt werden oder man kennt die Christengemeinde oder die, schickt eine E-Mail hin, einen Link, weil ich finde, es kann nicht alles über die gängigen Netzwerke laufen, die decken nicht alles ab. Jeder von uns muss oder sollte
engagiert sein, in seinem Rahmen der Möglichkeiten seine Kontakte zu nutzen. Die Arbeit von christlichen Israel-Freunden in der Beziehung zum jüdischen Volk schon seit vielen Jahren und bin innerlich auch sehr beteiligt und auch in mancherlei Aktionen dabei gewesen. Und ich möchte eigentlich nur Folgendes aufmerksam machen. Den Eindruck habe ich jetzt hier stark bekommen, dass wir das Fundament nie vergessen, von dem aus wahrscheinlich wir jetzt gewisse Früchte in positiver Weise ernten dürfen. Und das Fundament ist in meinen Augen, dass es immer wieder Bußaktionen gab. Von Seiten, von unserer Seite, sage ich mal so, ja, die wir uns damit identifizieren können, was ihr jetzt auch macht, federführend in gewisser Weise. Ich erinnere zum Beispiel die Aktion, die Bußaktion damals in Nürnberg anlässlich der Nürnberger Gesetze oder sehr vieles, viele Fahrten nach Auschwitz, nach Treblinka, wo wir also wirklich auf dem Boden lagen und Buße getan haben vor dem Gott Israels. Ja. Und natürlich vor seinem Yeshua, vor seinem Messias Yeshua. Und das möchte ich weitergeben als ein, ja, ich würde mal sagen, als eine Mahnung in Anführungsstriche, dass wir also von dieser Grundvoraussetzung nie abgehen, sondern immer wieder Gelegenheiten nutzen. Und deswegen finde ich auch gut der Plan im Blick auf den 70. Jahrestag der Wannsee-Konferenz. Ja? Also, 20. Januar 2012. Ich möchte das nur weitergeben als einen Impuls, dass wir wirklich darauf achten und dass wir das aufnehmen und bewegen. Denn die Sache ist letztlich davon abhängig, wie viele Menschen und in welcher Weise sie dafür beten. Thomas Sandell hat gesagt, ich will das jetzt zum Schluss bringen. Der Thomas Sandell hat gesagt, er benutzt das Wort Lobbyarbeit nie in seinem Vokabular. Ja, der Finne aus der European Coalition. Das ist ein bisschen so die Frage der Sprachregelung, was kann man nach außen kommunizieren, um irgendwas zu vermitteln. Aber ich will zum Schluss nochmal das mit diesem Fundament von christlicher Seite aus, von den Bußveranstaltungen und Bewegungen der letzten Jahre und Jahrzehnte als Schlusswort auch nehmen und unterstreichen. Hinweisen auf die Veranstaltungen, die in Planung und Vorbereitung sind am 20. und 21. Januar von christlicher Seite aus in Berlin, 70 Jahre Wannsee-Konferenz. Da gibt es öffentliche Veranstaltungen, da gibt es eine Gebetskonferenz intern für uns. Mehr im Internet an passender Stelle ab November, das kommt demnächst rein. Und ich will schließen mit dem Stichwort, mit dem ich angefangen habe, nämlich mit dem Vorbild Esters. Und das Vorbild Esters ist eben für uns als Christen, stellt auch für Juden eine sehr starke Inspiration. Und das war genau dieses Zusammenspiel von Fasten und Gebet und dann von intelligenter Arbeit an die Spitze der damaligen Regierung hin. In diesem Sinn vielen Dank an die Referenten hier am Panel. Vielen Dank für ihr und euer Interesse und für diese gemeinsame Zeit und noch einen guten Verlauf des Kongresses und guten Heimweg. Dankeschön.